Bei einem Besuch des königlichen Landsitzes Sandringham kommen Gin-Liebhaber ab sofort voll auf ihre Kosten. Berichten zufolge eröffnet König Charles dort einen Pop-up-Shop, in dem die Spirituose probiert werden kann. König Charles III., 75, ist dafür bekannt, einem guten Gin gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Diese Leidenschaft für die Spirituose möchte er nun offenbar mit der Welt, oder zumindest mit Besuchern von Sandringham House, teilen. Wie Daily Mail berichtet, eröffnet der Monarch für Touristen, die seinen Landsitz besuchen, einen Gin-Pop-Up-Laden, in dem der auf dem Anwesen in Norfolk destillierte Schnaps probiert werden kann. Gin-Cocktails, Marmelade und Pralinen. Die verschiedenen Sorten des Sandringham Gins werden dabei aus auf dem Landsitz angebauten Produkten hergestellt. Bereits im Sommer postete Sandringham Estate auf Instagram ein Produktfoto des königlichen Gins und kündigte die Apfel-Himbeersorte als perfekten Sommerdrink an. Besucher können nun Daily Mail zufolge für 6,50 Pfund, ca. 7,70 Euro, Cocktails mit einem Himbeer-Apfel-Gin sowie dem speziellen Celebration Gin probieren. Dieser wird aus Kakis und Myrte hergestellt, die aus einem Steckling aus dem Brautstrauß von Königin Alexandra gezogen wurde, den diese im Jahr 1863 bei ihrer Hochzeit mit Charles' Ururgroßvater König Edward VII. Trug. Zudem gibt es weitere Leckereien mit der Spirituose zu erstehen, zum Beispiel eine Himbeer-Gin-Konfitüre sowie Pralinen mit Gin-Geschmack. Royal Spirituosen Tradition. Dass in königlichem Namen Gin-Produkte verkauft werden, ist allerdings keine Neuheit. Bereits Charles' Mutter, Queen Elisabeth II., von 1926 bis 2022, brachte zu Lebzeiten verschiedene Royal Gin-Spezialitäten auf den Markt, zum einen den Gin aus dem Sandringham-Anwesen, zum anderen einen Buckingham Palace Gin, bei dem viele der Zutaten direkt aus dem Park des Londoner Palastes stammen.